Herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1970. Wir sind wieder bei Ace Attorney Trilogy Phoenix. Und zwar die HD-Trilogie. Wir sind in Game 2, Justice for All, im letzten Fall. Und für die Leute, die jetzt das hier sehen, das ist der erste Stream 2021. Ihr habt auf YouTube jetzt Folge 101. Wir sind hier jetzt ungefähr bei Twitch, würde ich sagen, nur 20 Folgen Pi mal Auge im Voraus. Wir werden auf YouTube aufholen. Das heißt, wenn ihr irgendwann hier seid, ihr werdet sehen, auf YouTube gibt's Gas. Also, das heißt, irgendwann ist es dann so, dass es sich wirklich lohnt, im Stream dabei zu sein. Denn dann hat man alles. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wo war denn das wichtige Save Game? Es war irgendwie oben, weil wir keinen Platz mehr hatten. Da ist es. Episode 4, Leb wohl Wandel, Teil 2, 2 Prozess. Und irgendwas war mit Andrews. So. Genau, wir haben die Aussage von ihr noch nicht gehört. Da waren wir, genau, richtig. So waren wir, genau. Das heißt, es ist noch nichts verpasst. Mein erster Gedanke, nachdem ich den Mord entdeckte, war, dass Matt der Mörder war. Matt hatte keine andere Wahl, als Juan zu ermorden. Außerdem besaß er kein Alibi für die Tatzeit. Meine Vermutungen wurden durch die Beweise bestätigt. Der Knopf, das Messer. Aber ich hielt nun mal Matts Managerin. Es war meine Pflicht, ihn zu beschützen. Unsinn. Das erklärt natürlich alles. Ja, der Richter hat wieder nicht zugehört, wie immer. Tja, ich bin eben von der rationalen Sorte. Endlich kommt ihre wahre Natur zum Vorschein. Sie ist nervöser als das berühmte Häschen in der Grube. Wenn es keine Einwände gibt, würde ich dann anhand der Aussage ein Urteil fällen. Wenn Sie dann soweit wären, Herr Wright. Und die Waage schlägt wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ich muss alles in die Waagschale werfen, um den Fall noch einmal herumzureißen. Ja, da wir aber, ich wiederhole das gerne, und das finde ich ja bei diesem Spiel so sehr, sehr interessant, wo ich mir dann denke, gut, jetzt kann man sagen, gut, vielleicht kriegen die Zeugen tatsächlich nichts von der Gerichtsverhandlung mit, aber wir wissen ja, dass das Messer nicht die Mordwaffe war. So, wollen wir mal gucken. Gehen wir erstmal wieder auf den Sender. Würden Sie sagen, dass da gerade Ihre Intuition aus Ihnen gesprochen hat? Sie sollten nicht so einfach von sich auf andere schließen. Wenn Sie beweisen wollen, dass jemand etwas getan hat, benötigen Sie drei Dinge. Drei Dinge? Ein Motiv, eine Gelegenheit, das Verbrechen zu begehen und stichhaltige Beweise. Willst du Staatsanwältin werden oder was? Und wenn Sie über diese drei Dinge nachdenken, wird die Antwort recht schnell klar. Das hättest du wissen müssen, Phoenix. Das war kein Teil unserer Ausbildung. Zumindest weiß ich davon nichts. Dürfte ich fortfahren? Ja, das hat ja total viel geholfen. Und würden Sie sagen, dass dieser Zwang mit der Pressekonferenz zu tun hatte? Ja. Warum hat Juan für die Pressekonferenz wohl diese Zeit und diesen Ort gewählt? Weil das die Gelegenheit war, dem so beliebten Matt Angard den größten Schaden zuzufügen. Und Sie waren in seinem Plan eingeweiht, Frau Andrews? Ja. Immerhin war ich es ja, die die Konferenz organisierte und das Kostüm besorgte. Aber ich bin völlig sicher, dass Herr Amgard nichts von einer Pressekonferenz wusste. Ach, wirklich? Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass er nichts von der Pressekonferenz wusste? Schnickschnack. Was ist das denn für eine Aussage? Geil. Schnickschnack. Wichtig ist nur, dass Ihre Aussage diese Information nicht enthält. Ja, da stimme ich zu. Frau Andrews, ich muss Sie bitten, Ihre Aussage zu korrigieren. Klammern wir uns jetzt schon an den berühmten letzten Strohhalm, Herr Wright. Ich kenne sein Motiv, aber ich habe leider keine Beweise. Gehe ich hier doch nochmal wieder auf den Sender. Hat Herr Angard jemals etwas getan, das Ihre Gefühle verletzt hat? Warum fragen Sie? Sie waren doch diejenige, die Herrn Corrida bei dieser Pressekonferenz half. Eine Veranstaltung, die zum Ziel hatte, Herrn Angard zu schaden. Und Sie halfen dabei. Die Person, die hier gerade vor Gericht steht, ist Herr Angard, Wright. Was die Zeugin dazu veranlasst, dem Opfer bei seinen Plänen behilflich zu sein, ist von keinerlei Belang. Auf jeden Fall bedeutet es, dass der Angeklagte ein Motiv hatte, das Opfer zu töten. Da ist er mir zu schnell reingesprungen. Warum tue ich mir das bloß immer wieder an?
Aber sie haben doch nicht vorhin ausgesagt, dass Herr Angard gerade ein Nickerchen auf seinem Zimmer machte. Wollen Sie behaupten, dass auch das eine Lüge zum Schutze von Herrn Angard war? Ich behaupte nichts dergleichen. Als ich zur Show holen wollte, hat er wirklich geschlafen. Aber ich kann nicht sagen, ob er die ganze Zeit geschlafen hat. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mich um das Bühnenbild zu kümmern. So sehr ich es auch versuche, ich kann keine Unstimmigkeiten in Frau Andrews Aussage finden. Das kann ich bleibe nicht von allen hier anwesenden Personen behaupten. Der Richter starrt genau in Mias Richtung. Er starrt dich an, Schlaukopf. Der war gut. Sie können das Messer wohl kaum als belastenden Beweis bezeichnen. Die Fingerabdrücke auf dem Messer könnten durchaus eine gut gelegte falsche Spur sein. Und? Was ist das mit dem Knopf? Dem Knopf? Aus dem Spurenantato lässt sich eindeutig schließen, dass ein Kampf stattgefunden hat. Und während des Kampfes riss der Mörder den Knopf vom Kostüm des Minne-Ninjas ab. Das hier ist der Knopf, von dem Sie reden, richtig? Dieser Knopf wurde in der Bügelfalte von Mats Hakama gefunden. Mats Hakama gefunden, oder etwa nicht. Sollte nach meiner Meinung reichen, ihn zu einem äußerst belastenden Beweis zu machen. Ah. Da wurde Ihnen ja mal wieder ein schönes Schnippchen geschlagen, Herr Wright. Trotzdem, das Messer beweist gar nichts. Bitte ändern Sie Ihre Aussage entsprechend. Ich ertrage keine Männer, die unfähig sind, eine Niederlage zu akzeptieren. Gott sei Dank kann Mia meinen Anblick noch ertragen. Mit Verachtung, ja. Was ist denn los hier? Freundlos! Beziehen Sie Informationen doch, Herr Wright zuliebe, in Ihre Aussage ein. Der Knopf wurde anhand während des Kampfes zwischen Matt und Juan abgerissen. Und woher wollen Sie das wissen? Als die Enden der Bindfäden des Knopfes mit dem des Kostüms verglichen wurden, stellte man fest, dass sie perfekt zusammenpassen. Habe ich zumindest gehört. Ich lese ja die Akten, Herr Wright. Das habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Aber wie kommt Frau Andrews an so genaue Details der Beweisführung? Sehen Sie mich nicht so an. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich eben vorbereitet. Und ich dachte schon, ich hätte Sie diesmal erwischt. Wenn es irgendwas gibt, das Sie zu Fall bringt, muss es hier sein. Aber wo und was? Da hat jemand die Zeugin vorbereitet. Der steht auf der anderen Seite, Phoenix. Das ist nicht das erste Mal. Komm, wir gehen hier erstmal nochmal auf den Nerven. Bevor ich gleich irgendwie weiter ins Detail gehe. Aber in Wahrheit sind sie ihm noch in den Rücken gefallen, nicht wahr? Und das zum ungünstigsten aller Zeitpunkte. Ist klar, dass er da eingreift. Wie kommst du darauf, dass sie ihm in den Rücken gefallen ist? Diese Zeugin hätte Herr Angard Geheimnis jederzeit öffentlich machen können. Warum hätte sie extra vor so ein großes Publikum warten sollen? Aus dem gleichen Grund, aus dem Herr Kurida die Pressekonferenz plante. Frau Andrews wollte Herrn Angard den größtmöglichen Schaden zufügen. Diese Zeugin hegt böse Absichten gegenüber dem Angeklagten. Das ist hier nicht Phoenix Wright, schwingt große Reden, TV. Und hör bitte damit auf, diese Zeugin zu verleumden. Wie ich es erwartet habe, die Aussage von Frau Andrews scheint wasserdicht. Wirklich? Mir kam sie eher etwas verwirrend vor. Verwirrend? Naja, mal sehen, was ich mit etwas Druck erreichen kann. Du solltest inzwischen wissen, dass du stichhaltige Beweise brauchst, um sie zum Reden zu bringen. Alles klar, Boss. Jetzt geht's Ihnen an den Kragen, Frau Andrews. So. Also. Wir gehen jetzt mal auf das Messer. Weil das... Hey! Hallo! Freundin der Nacht. Gut, dass es hier keinen Abzug gibt. Messer ist jetzt weg?
Okay, das ist Unsinn. Komm, wir hauen hier mal das Bild um die Ohren. Habe ich mir selber das Messer jetzt weggehauen? So. Genau, wir hauen hier erstmal das Tatortfoto um die Ohren. Möchte angreifen. Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Oder auch nicht. Ja, okay. Das war irgendwie klar, weil das Messer ist ja nicht mehr da. Moment. Was haben wir denn noch, was uns weiterhilft? Der Kampf. Aha, okay. Ja, was haben wir denn? Die Karte ist uninteressant, das ist auch interessant. Achten. Drosselt mit einem Schal und einem Messerstich. Ach, das meint der Silver. Ah, jetzt, ich schnall es. Also war ich doch nicht so ganz falsch. Er wurde ja erst erdrosselt und dann kam der Messerstich. Das ist doch wahrscheinlich wieder die Logik. Ja, ist es auch. Danke. Ah. Das ist der Autopsiebericht des Opfers. Als eindeutige Todesursache gibt er Erdrosseln in einem Schal an. Erdrosseln? Der Messerstich wurde dem Opfer erst zugefügt, nachdem es bereits tot war. Und was soll das bedeuten? Untersuchen wir die Beweise. An dem Knopf befand sich Blut des Opfers. Was bedeuten würde, dass er abgerissen wurde? Na, und wann? Nachdem dem Opfer der Messerstich zugefügt wurde? Exakt. Und das würde bedeuten? Der Knopf kann dem Opfer unmöglich während des Kampfes abgerissen worden sein. Denn der Kampf endete damit, dass das Opfer zu Tode gewürgt wurde. Ganz richtig, Frau Andrews. Dieser Knopf kann unmöglich während des Kampfes abgerissen worden sein. Dieser Knopf wurde bewusst vom Leichnam des Opfers entfernt. Ruhe! Was wollen Sie? Was willst du damit andeuten, Wright? Dass der Knopf eben erst nach dem Tod des Opfers abgerissen wurde? Was ändert das? Lass mich eine einzige, ganz einfache Frage stellen, Edgeworth. Warum wurde der Knopf abgerissen? Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Wir wissen, dass der Knopf nicht während des Kampfes abgerissen wurde. Also hat der Mörder sich die Mühe gemacht, ihn vorsätzlich von der Leiche zu entfernen. Das würde aber bedeuten, dass der Mörder einen bestimmten Zweck verfolgte, oder nicht? Herr Wright, soll das heißen? Soll das heißen, dass Sie wissen, was der Mörder mit dem Knopf vorhatte und was? Klar, als Andenken behalten. Der ist auch geil. Es gibt nur eine logische Begründung dafür, dass das getan wurde. Der Tatverdacht sollte auf Herrn Angard angelenkt werden. Niemand wäre so dumm, einen blutverschmierten Knopf in die eigene Hose zu stecken. Jawohl, Herr Angard wurde reingelegt. Und zwar vom wahren Mörder. Und der wahre Mörder ist... Nun, Herr Wright, wer in aller Welt ist denn nun der wahre Mörder? Endlich. Ich kann es kaum fassen, dass ich in diesem Prozess so weit gebracht habe. Phoenix, du darfst deine Deckung noch nicht fallen lassen. Nicht vor dem Ende. Der wahre Mörder, die Person, die Herrn Gart den Mord anhängen wollte, ist... Ja, die ist gerade im Zeugenstand. Das ist nicht ganz so schwer. Letzter.
Frau Adrian Andrews. Ich habe Sie ausgewählt. Sie sind Herrn Kuridas Mörder. Was? Ruhe, Ruhe, Ruhe! Herr Wright! Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Können Sie Ihre Anschuldigung beweisen? Beweisen? Alle Beweise deuten auf Frau Andrews hin. Was? Wie absurd! Sie können mir nichts davon anhängen. Kann ich nicht, oder? Wollen Sie mich herausfordern? Was? Was ist denn dann mit dem Messer? Mit dem Messer wurde auf das Opfer eingestochen, nachdem es erwürgt wurde. Es wurde benutzt, um den Verdacht auf Herrn Angard zu lenken. Ein Messer mit Herrn Angards Fingerabdrücken konnte nur aus seinem Zimmer stammen. Sie waren die Einzige, die mit ihm zu Abend aß und wusste, welches Messer seines war. Wie viele Brillen hat die eigentlich? Dann? Was ist mit dem Knopf, der in Metz Hakama gefunden wurde? Dieser Knopf wurde dem Opfer entwendet, nachdem es bereits tot war. Das hätten nur die Person, die Leiche fand, oder der Mörder selbst tun können. Wenn Ergard aber der wahre Mörder war, hätte er einen solch belastenden Beweis nicht in seinen eigenen Hakama gesteckt. Die einzige Person, die den Knopf in Herrn Angards Hakama hätte stecken können, ist die Person, die ihn aus dem Nickerchen weckte. Das waren Sie, Frau Andrews. Ich verstehe. Was ist mit dem leeren Gitarrenkoffer? Ein weiteres Beweismittel, das Frau Andrews belastet. Das Kostüm verbarg die wahre Identität des Mörders, als dieser vom Tatort floh. Nun, wer konnte wissen, dass sich solch ein Kostüm im Gitarrenkoffer befand? Das konnte nur die Person sein, die das Kostüm für das Opfer vorbereitete. Und diese Person sind Sie, Frau Adrian Andrews. Nein, ich... Auf dem Gitarrenkoffer wurden aber keine Fingerabdrücke von Frau Andrews gefunden. Du selbst hast bewiesen, dass sie zur Tatzeit keine Handschuhe trug. Das ist richtig. Weil sie nicht die Absicht hatte, Fingerabdrücke zu hinterlassen. Hätte jemand herausgefunden, dass sie den Koffer angefasst hatte, hätte man gefragt, warum. Sie öffnete ihn mit dem Handtuch oder so, um keine Abdrücke zu hinterlassen. Aber das Glas Tomatensaft ist eine ganz andere Geschichte. Frau Andrews hinterließ mit Absicht ihre Fingerabdrücke, um zu zeigen, dass sie wirklich die benommene Entdeckerin der Leiche war. Ah! Und zu guter Letzt ist da dieses Foto. Ein Foto, von dem der Mörder den Tatort verlässt. Kein vernünftiger Mensch auf Erden glaubt, dieser Nickel-Samurai ist Herrn Gard. Es wäre viel zu klein für sein eigenes Kostüm, wäre er es gewesen. Wenn wir schon bei der Körpergröße sind, Frau Andrews, sind doch eher klein von Statur, nicht? Bitte, hören Sie auf! Nun, wie sieht's aus, Frau Andrews? Dieses Mal habe ich sie. Frau Andrews! Ich verweigere die Aussage. Was sagen Sie? Es gibt ein Gesetz. Es besagt, dass ich nicht zur Aussage gezwungen werden kann, wenn sie mich selbst belastet. Das ist wohl wahr. Nun, ja. Sie haben völlig recht, Frau Andrews. Das Recht hat einen Weg, Selbstbeschuldigungen zu vermeiden. Indem ein Zeuge nicht zur Aussage gezwungen wird, die ihm selbst belasten könnte. Was? Hat der einen, jetzt mal ohne Witz, hat der Jura studiert oder hat er eine Nummer gezogen, um Anwalt zu werden? Also, die Aussage verweigern, daran würden die meisten nicht denken. Tun sie in der Serie meistens auch nicht, was kein Mensch versteht eigentlich. Allerdings, wenn ich an gestern und Herrn Angards Zimmer denke... Adrian Andrews! Ja? Denk an das, was wir gerade besprochen haben. Verstanden? Gut. Das ist es. Da hat Franziska ihr diese Idee in den Kopf gesetzt. Sie muss Frau Andrews gesagt haben, nicht auszusagen, wenn die Dinge schlecht stehen. Du hast gute Arbeit geleistet, denn du hast alles bewiesen, Phoenix. Aber es gibt noch etwas, das du nicht getan hast. Etwas, das ich noch nicht getan habe? Stimmt was nicht, Wright? Schon fertig, keine Beweise mehr.
Was ist so lustig, Herr Edgeworth? Ich bin mir sicher, das werden Sie auch gleich erkennen, euer Ehren. Denn alles, was der gute Anwalt bisher bewiesen hat, ist bedeutungslos. Was? Alles, was du bewiesen hast, ist nebensächlich. Nebensächlich? Ja, nebensächlich. Du bist uns noch einen eindeutigen Beweis schuldig. Der Beweis, dass Frau Andrews wirklich den Wunsch hegte, Herr Corrida umzubringen. Frau Andrews, Sie... wollen Sie Herr Corrida umbringen? Ich denke, damit würde ich mich selbst belasten. Deshalb sehe ich von einer Antwort ab. Aber Frau Andrews, wenn Sie das tun, ist es so, als ob Sie Ihre eigene Schuld zugeben würden, nicht? Vielleicht ja, vielleicht nein. Beides lässt sich nicht beweisen. Außerdem wüssten Sie durch mein Schweigen nicht, wessen ich schuldig wäre. Nein, sie hatte schon wieder diese Trotzhaltung. Mia, was sollen wir tun? Irgendwie sind wir in der schlimmstmöglichen Situation gelandet. Ich denke, wir sind zu diesem Zeitpunkt zu folgendem Ergebnis gekommen. Frau Adrian Andrews verweigert die Aussage. Die Theorie der Verteidigung, dass sie die wahre Mörderin ist, wurde durch keinen wirklichen eindeutigen Beweis belegt. Aber das ist nicht wahr. In dieser Situation bleibt dem Gericht nur eine Möglichkeit. Die Anordnung einer Unterbrechung. Unterbrechung? Ich bitte die Anklage und die Verteidigung, sich mit der Sache weiter zu beschäftigen. Und in der Verhandlung morgen? Morgen? Wir haben keinen Morgen. Wenn es heute keinen Freispruch gibt, dann... Bitte warten Sie, euer Ehren. Das ist nicht nötig. Die Verhandlung... Bitte fahren Sie mit der Verhandlung fort. Wozu diese Eile? Dein Mandant hatte an so einem Tag länger zu leben, nicht wahr? Nee, das ist es nicht. Darum geht es nicht. Edgeworth, ich weiß, dass du weißt, wer der wahre Mörder ist. Bitte, fahren Sie mit der Verhandlung fort. Wenn es kein Urteil gibt, dann wird Maya... Aber ich kann unmöglich fortfahren, solange die Zeugin die Aussage verweigert. Nun gut, das Gericht ist... Es ist nicht unmöglich, die Verhandlung fortzuführen. Herr Edgeworth, was sagen Sie? Es stimmt, Frau Andrews hat das Recht gegen Selbstbeschuldigung. Aber ist das Thema der Unterhaltung eines, das mit ihrer möglichen Schuld nichts zu tun hat? Dann kann sie die Aussage nicht weiter verweigern. Naja, das ist völlig richtig, aber... Es gibt jedoch eine kleine Sache, die ich gerne wüsste. Frau Andrews. Als Sie die Leiche des Opfers fanden, schenken Sie sich ein Glas Saft ein. Ja, und? Tut mir leid, aber ich finde das äußerst ungewöhnlich. Wenn man eine Leiche findet, ist man eigentlich erschüttert und rührt nicht im Glas. Also waren meine Handlungen ungewöhnlich? Aber ich habe doch schon... Bevor Sie sprechen, möchte ich wissen, ob es einen Grund für Ihre Handlung gibt. Wenn dem so ist, bitte ich Sie darüber auszusagen. Aussagen? Euer Ehren, ich würde die Zeugen bitten, erneut darüber auszusagen. Was passierte, als sie die Leiche des Opfers entdeckte? Die Erkenntnisse, die wir aus der Aussage gewinnen, sollte die Zeugin nicht belasten. Ich weiß nicht so recht, was heute Edgeworth mit Edward Schlöff ist. Ich werde nicht schlau aus ihm. Ist der Freund oder Feind? Ich weiß es einfach nicht. Das Gericht gibt dem Antrag der Anklage statt. Wären Sie so freundlich, Frau Andrews? So, bevor die Aussage kommt, gibt's hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns sofort gleich wieder.